guesses in this award. Bevor das die Show in dieser Bild reingeht, ich werde nur ein bisschen über mich reden. Ich bin 100% Brasilianer, aber mein Herz schlägt so wie ein Deutscher. Ich bin nur in Brasilien geboren, aber ich bin auch nach Schweiz umgezogen. Und seit 2015 bin ich nach Deutschland umgezogen. Oder das heißt, ich lebe seit 2015 hier in Deutschland. Und genau in 2015 fange ich deutsche Sprache zu lernen. Das war eine riesen Herausforderung. Aber dieser Plan, das Gott in mein Herz gepflanzt hat, hat diese Herausforderung zu klein gemacht. Genau. Bin ich hier mit meiner Familie komplett umgezogen? Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, ein Mädchen, eine Tochter und einen Sohn. 18 Jahre alt ist meine Tochter, heißt Larissa. Und mein Sohn heißt Matthäus Nikolas. Genau. Meine Frau heißt Laura. Und wir sind Pastor in Bergisch Gladbach. Wir haben dort eine Gemeinde gegründet. Unsere kleine Familie ist lebendig, so wie euch. Vielleicht denkt ihr, der Brasilianer ist voller Temperament oder temperamentvoller, aber der ist ganz ruhig, der, den ich jetzt sehe. Aber derjenige, den ich schon kennt, weiß genau, wie ich jetzt, wie ich wirklich bin. Ja, aber wenn mein Motor ein bisschen arm ist, dann kann ich ein bisschen anders sein. Der Pastor sagt, dass ich eine Stunde habe zu predigen, aber ich werde nicht eine Stunde nutzen. Es wird zu viel für euch. Aber ich sage euch, die Zeit, dass der Heilige Geist mir gibt, da werde ich alles nutzen, um das zu sagen, was du hören möchtest oder musst. Amen. Genau. Und in dieser Gemeinde, wir sind ungefähr 20, 30 Leute. In der Church, 99% alle Deutsche. Irgendwann werde diese Gemeinde 100% Deutscher oder international. Ich sage warum. Im Fleisch und Blut werde ich immer Brasilianer sein. Aber irgendwann, wenn ich auch Deutsch fließend lernen kann,
എനിക്ക് എപ്പോഴും ജേർമൻ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പറയാൻ തക്ക അവസരം ഉണ്ടാകും. Ja, habt Geduld mit mir, weil ich noch Deutsch noch nicht 100% so wie die beiden kennt oder konnten oder eventuell einige von euch können, aber ich lerne noch. Aber das Wichtige ist keine Sprache. Important language. Das Wichtigste ist was du brauchst, und der Heilige Geist ist zuständig, um das zu sagen. Most important natürlich, wir brauchen Sprache. Das wäre nicht nötig, mein Übersetzer hier zu sein. നമുക്ക് ഭാഷ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. Ich meine nicht das. Ich meine nur genau das, was du im Herz brauchst. Ich kann nicht mit meiner Sprache, ich kann auch nicht mit Deutsch, aber das, was dein Herz verlangt, da kann der Heilige Geist reden, was wir nicht reden können. Amen. Ich fand meine Predigt mit einer Antwort schon. Vielleicht der Daniel heißt du, ne? Oder der Nikolas. Warum der Bruder, die nach Deutschland gekommen oder umgezogen ist, wusste er nicht oder hat keine Antwort, aber ich kann dir die Antwort geben. Question, Brother Daniel, Martin Brother Node chose a question and answer. Any Brother Node Parayanoko. Konnte er auch wirklich in sein Heimat leben, aber Gott hat er hier in Deutschland gebracht. Einfach diese Begegnung mit dir oder mit ihr, damit ihr auch heute sein dürfte und das Wort Gottes hören konnte. കാരണം ദൈവം അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് ദാനിയലിന്റെ വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്യാനും അത് കഴിഞ്ഞ് ദാനിയൽ ഇങ്ങനെ ഈ സന്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും ഇടയാകും. Wirst du heute etwas von Gott hören, und ich sag dir ganz fest, dass du nicht derselbe Person von diesem Raum heute rausgehen kannst. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാം, ദൈവം ഇന്ന് ദാനിയലിനോടും നിക്കോളാസിനോടും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും, സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വന്നതുപോലല്ല തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ Weil unser Herr, er verabschiedet von uns überhaupt nicht mit leeren Händen. Amen. Daniel, weißt du, wie dein Name oder was dein Name bedeutet? ഡാനിയലിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഡാനിയലിന്റെ പേര് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്റെ ന്യായാധിപതി. Ich weiß nicht, was hast du die letzte Zeit erlebt hast, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Ich weiß nicht, was du gerade erlebt hast, was du im Herz hast, aber eine Sache muss ich dir sagen. Der Herr ist dein Richter. Amen. Gott ist dein Richter. Amen. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, confident fühlen Sie sich beladen, überfordert oder kraftlos? എന്തെങ്കിലും വിഷമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബലമില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത്
Fühlen Sie sich häufiger müde oder erschöpft? Ich habe eine Botschaft für euch. Es gibt eine Quelle der Kraft. Die Ihnen immer wieder aufs Neue eine wunderbare Kraft für die wichtigen Dinge im Leben spendet. Eine Quelle, bei der Sie auftanken und neu aufblühen. Und Sie können diese Lebensspenderkraft heute hier erfahren. Und diese unerschöpfliche Kraftquelle heißt Jesus Christus aus Nazareth. Jesus Christus, das Brot des Lebens, heißt Jesus Christus, diese Kraft für euch, die ihn braucht. Fühlen Sie sich verängstigt, besorgt oder entmutigt? Nehmen Sie Sorgen und Ängste viel zu viel Platz in Ihrem Leben, Ihnen scheinen sie manchmal zu erdrücken. Rauben Sie ihnen ihre Lebenskraft und Lebensfreude? Sehen Sie sich stattdessen nach tiefem inneren Frieden, nach Zuversicht und nach Ruhe? Ich wiederhole, es gibt eine Quelle. Die Sie immer wieder von Neuem beschenken möchten mit einer lebensspendenden Zuversicht und Ermutigung. And our souls in the epper namaka oru prashno illada namaka thanki anukum namaka self confidence idu cheyanum. Und diese Lebensquelle oder diese lebendige spendenden Quelle, ihr heißt Jesus Christus. Ee jeevikkunna souls aanu nammude Yesu Christo. Die sie aufatmen lässt und in Frieden in ihre Ruhe verleiht. Amen. Lasst uns das Wort Gottes lesen. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Hebrews 13, 8, please. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Hebräer, Padimone, der Älter. So, Jesu Christo innalem innum anekum ananien thane. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Yesu Christu innalem innum ennennekum ananien thane. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Yesu Christu innalem innum ennennekum ananien thane. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen Verheißung gehört haben. Wir leben auch in einer Zeit, wo viele Ängste verbreitet sind.
താമസിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഭയം നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ്. Wir leben in dieser selben Zeit, wo diese Krankheit so schnell verbreitet worden, so wie nicht zuvor. നമ്മള് ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണെങ്കിലും ഈ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പകർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുമ്പത്തെക്കാളും പെട്ടെന്ന് പകരുകയും ചെയ്യുന്നു. Und auch in dieser Zeit passiert viele Dinge in unser Leben, wo wir manchmal denken, wo ist Gott? ചില സമയത്ത് സംഭവങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ദൈവം? Gibt's überhaupt Gott? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കും, ദൈവം ഉണ്ടോ? Vielleicht alle von dieser Raum heute, die hier sind, haben bestimmt einen Konflikt auch einmal im Leben gehabt. എനിക്ക് ഷുവറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം തരുന്നില്ല? അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദൈവം ശരിക്കും ഉണ്ടോ? ഈ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവം. Ist not euch Gott hat kein Interesse, dass wir beweisen können, dass wirklich gibt oder existiert. ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാം, ദൈവത്തിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല നമ്മൾ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത്. Du an Gott glaubt oder nicht, gibt und existiert und Punkt aus. അതില് ഇതിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch arbeitet in der Bereich von Gesundheit zum Beispiel? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോടുള്ളത്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേര് നമ്മുടെ ഗസൻഡൈസ് സിസ്റ്റമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്? Dann ist auch die wichtige Person, die diese Frage stellen darf. In diesem Bereich gibt es etwas, das ihr von diesem Bereich nicht machen dürft oder nicht können? Ich formuliere die Frage. In eurem Bereich gibt es etwas, das unmöglich ist, The question ennodulla allengla gastric system assistant oda adukottulla question namukku cheyan okkatha karyangal endavengil ippo undo? Yeah, definitely. Ich denke, ihr habt oder sie hat schon Fälle, wo sie gesagt hat, jetzt können wir nicht mehr tun. Pastor Parin, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഇത്രയും സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചില പോയിന്റിൽ നമ്മളും പറയേണ്ടി വരും, ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Das kann uns beweisen. അത് ഒരു പ്രൂഫാണ്, dass wir alle begrenzt sind. നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. All even scientists all the chain of wissenschaftler have a limit on them. Aber einer muss heute wiederholen, Jesus ist derselbe gestern, Amen. Heute und derselbe in Ewigkeit. Adu important aayittirikkunnu, because nammalulla oraalengil ezhunnekkunnu parayanam, യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും ഇനി വരാനുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അനജിയനാണെന്നുള്ളത്. എന്നെ വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Sermon zu machen und ich werde nur, was der Heilige Geist heute reden und sprechen möchte, mit euch teilen. Amen. Einverstanden so? Ich habe gesagt, dass ich zwei Kinder habe, oder? Genau. Seit 12 Jahren meine Frau bittet, für neue Kinder zu bekommen. Aber wir haben immer die Frage gestellt, warum kriegst du nicht mehr ein Kind? Habe ich die Frage gestellt. Weil diese Frage war auch im Herz von meiner Frau auch. Sie hat auch selber gestellt, die Frage gestellt. Weil sie eine sehr, aber richtig sehr gerne ein Kind, noch ein Kind haben wollte. Wie wunderbar ist unser Gott. Heute stehe ich vor, sind sie eine Art bestimmt. Erstmal lass uns du sagen. Okay, du bist ein Arzt. Ja. Okay, dann bin ich auch neben einer der wichtigen Personen, die das auch mit viel Sicherheit sprechen darf. Dieser Wunsch war da. Dieser Wunsch von meiner Frau. Aber die Möglichkeit nicht. Aber alles Sambhavichilla. Availability, circumstances. Menschlich gedacht. Impossible or impossible. Unmöglich. Ist ihre Kai Narakatilla, Sadhimai. Warum? In the world. Meine Frau ist zum Arzt gegangen, Frauenarzt gegangen. Und sie wollte wissen, warum kein Kind mehr kriegen könnte. Obwohl das Gott, was früher uns versprochen hat, ich werde euch segnen mit Kindern. Plural. Kinder. Plural. Ich habe deutlich das verstanden. Und wir haben diese Versprechen, diese Verheißung Gottes festgehalten. Es ist so wichtig, wenn Gott mit euch spricht, dass ihr dieses Wort halt fest. Weil es kommt immer wieder Wörter von Menschen, die versuchen, diese Verheißung, diese Promise zu verhindern. Deswegen ist wichtig, diese Promise, diese Verheißung festzuhalten. Prediger 4 steht deutlich geschrieben, es gibt Zeit für alles in dieser Welt. Amen. Und dann kommt die Ergebnis von der Arzt. Frau Sena, es ist unmöglich, dass sie noch ein Kind gebären kann. Also impossible, weil der kann noch besser erklären. Eine Frau
muss ovulieren. Karma in der Natura, die Ovulation Phase unterlag. Aber meine Frau konnte nicht sogar 1% von einer normalen Ovulation, die eine normale, gesunde Frau ovulieren kann. Passing the wife in a problem, I know that is over 1% of a normal lady ovulation polum system alive, no? Und dann kamen die Ergebnisse und sagte der Arzt zu meiner Frau, Frau Senna, unmöglich. Doctor Barnana, Kunjungalangitan, war impossible. Aber es gibt einen Weg, die vielleicht, eventuell, wenn sie in dieser Weg geht, kann sein, dass sie noch ein Kind kriegen. Und er sagt, künstliche Befruchtung. And that was the artificial implantation. Dann haben wir deutlich für den Arzt gesagt. Dankeschön. Das tun wir nicht. Ja, aber wir haben eine clear right an Doktor und eine Parle, aber nadakkadilla. Das war die beste und die wichtige Entscheidung unseres Lebens. And other other ethom mukhyam ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യം. Aber vielleicht eine Frau, die dasselbe Problem hat oder gehabt, kann sein, die verstehen so viel besser eine, so wie meine Frau. Warum? Weil jedes Monat meine Frau hat so viel Enttäuschung. So, അത് അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് അത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അവസ്ഥ പാസ്റ്റിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് ഏത് എല്ലാ മാസവും ഈ വിഷമം ഇത് മന്ത്ലി ഷീ ഹാഡ് ദിസ് ബ്ലീഡിങ്സ്. Das hat überlebt, dass meine Frau kein Kind gekriegt hat. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫാസ്റ്റിന്റെ വൈഫിനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വിഷമമായിരുന്നു. Ab einer bestimmten Zeit, meine Frau hat auch weiter gebetet. പക്ഷേ എന്റെ ഫാസ്റ്റിന്റെ വൈഫ് പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Und deutlich gesagt, Herr, gib mir ein Kind. And clearly, devotees are praying. Devotees, any kind of thing, they are asking. And we have, so to say, forgotten the side getan. In the one, we are Aber das Interessante und Wichtigste ist, wenn man einen Promise, eine Verheißung Gottes hört und bekommt, weiter zu vertrauen. Und das heißt. Another important thing is, നമുക്ക് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രോമിസ് കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് Abraham ഒരു പ്രോമിസ് കിട്ടി. Du wirst Vater von vielen Nationen sein. നീ അനേക രാജ്യത്തിന്റെ പപ്പ ഫാദറാകുന്നു. Und jetzt wirst du verstehen, was Glauben bedeutet. Das Wort sagt uns, dass 100 Jahre war. Sarah, seine Frau, hat gelacht. Sarah, wieso? Er kann uns antworten. Es ist unmöglich, ein 100-Jähriger ein Kind zu kriegen. Oder fast 100-Jährige. Für unsere Zeit heutzutage ist es fast unmöglich, oder? Gibt es keine Ovulation mehr für einen fast 100-Jährigen? Ja, oder Operation auch nur illa, that she can become pregnant. Warum habe ich am Anfang gesagt, dass der Herr derselbe gestern, heute und in Ewigkeit derselbe Gott ist? Diese Verheißung hat Abraham gesehen. Jeder Beschwörer Abraham, der hat nur den Kanto. 100 Jahre alt, seine Frau bekommt Isaac. Nur weiß er, Abraham, Sarah, und Isaac, Jenny, genau.
Das war Gott in Vergangenheit, oder? Dann ist jeder Dämon innere Dämon aktiver Exempel. Kann einer sagen, das war Gott früher, heute ist es nicht mehr möglich? Jetzt, ich lade euch alle ein, aufzustehen und aber richtig laut sein, Gott ist gut zu sein. Okay, dann nimmst du dir Request zu polizieren, wo ja, na, nimmst du alle eure Kinder laut sparen, namada Deum ist gut. Nicht für meine Ehre, sondern für Gottes Ehre, laut zu sein. Mit mir, warum ich sage jetzt. Enda idina vendiyalla enda pugarshikku vendiyalla devathina pugarshikku vendi kaaranam ennaanu njan ippa parayam for patagu korcha divasangal munpu kama meine frau zu mir and passing the frau passing her to chenda und sagte parayam hat nicht sagte sondern zeigte kaanichu einen test schwangertest mir gezeigt pregnancy test kaanichu und hat mir gezeigt dieser sehr schöne schwangertest gezeigt dass sie schwanger ist pregnancy test kaanichu which positive is der Herr ist derselbe gestern der Herr ist derselbe heute sein Wort sagt das wird nie ändern ist der Herr noch 100 tun der ist der Herr Gott hat mich hier heute gebracht, um dir zu sagen, er hat nie ein Millimeter geändert, er ist derselbe Gott. Das war nicht umsonst, dass ich alles, was ich in der Schweiz hatte, da verlassen hierher nach Deutschland umzuziehen und das zu sagen, dass der Herr des selber Gott ist. Ich hab viel gehört. Es wurde schon gesagt, du bist nicht normal. Du bist verrückt. Aber mit dieser verrückten Dinge bin ich heute hier, um dir zu sagen, dass der Herr Wunder tun noch kann. Ich sage nicht, dass Reichtum und Geld nicht gut ist oder schlecht ist. Aber eines sage ich euch heute. Unser Herr ist noch viel, viel besser. Unendlich besser als Reichtum. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ ഈ റിച്ചസിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ് ഇത് അറിയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് അത് നമ്മുടെ വഴികള് സിമ്പിൾ ആക്കുന്നു അവ അനുസാരമുള്ള പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം പഠിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ കൂടുതല് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമായത് മനസ്സുള്ളവരെയാണ് und die Hochmut er widersteht. Ob das ich Theologie studiert habe, Missions, internationale Mission, ob das ich mehrere Sprachen kann, ich bin keine Rolle.
will sich medizinisch studiert hat, aber er hat in dieser Bereiche sich spezialisiert. So, Nana Medizin Partizipranda, MBBS Partizipranda, the Ganya, Orthopedics Specialized. Aber dieser Jesus Christi in diesem Raum heute ist echt Spezialist über alle Spezialitäten. Er ist der Anwalt, wenn du heute einen Anwalt brauchst. Er ist der Oberarzt, wenn du einen Arzt heute brauchst. Er ist der Richter, wenn du heute einen Richter brauchst. Er ist ein Psychologe, wenn du auch etwas als Psychologe brauchst. Und alle, die hier heute sind, ist Spezialist in seine Dinge. Aber Gott, ich bin Spezialist in eure Dinge. Das ist nicht emotionale Wörter, leere Wörter. Nein, das ist Tatsache, das ist die Wahrheit. Ich selber habe diese Wunder in meinem Leben erlebt. Ich habe meine Mutter versprochen, solange die ich noch lebe, werde immer wieder dieser Zeugnis für die Gemeinde, Leibwissen in die Welt verteilen. Ich bin komplett gelähmt von dieser Fuß hier geboren. Ich bin komplett paralyzed in der left foot. Das ist sehr gut, weil ich auch neben einem Orthopäd hier bin. Meine Mutter damals. Damals, meine Mutter hat auch eine Nachbarin und gläubige Geschwister gehabt. Die ein gelähmtes Kind gekriegt. Und dieser Kind muss viel Operation haben, also machen. Alle Operations nachdenken die wollen. Orthopädische Schuhe. Orthopädische Schuhe. Und leider hat nicht dieser Kind komplett geheilt. Die Operations alle keine Item, orthopädische Schuhe und da Item, die können schrecken nachdenken die. Hast du schon bestimmt Fehler das auch erlebt? Aber unser Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Meine Mutter hat im Herz gebetet. Meine Mutter sagte, wenn ich irgendwann ein Kind kriege, werde ich nie das tun, mein Sohn, Baby. Leiden. Operation, Schmerz und keine Lösung werde ich nicht tun. Aber das ist interessant, meine Mutter hat keine gesagt, nur im Herz mit dem Herrn gebetet. Monate später war meine Mutter schwanger. Von mir. Meine Mutter war von mir schwanger. Natürlich bin ich geboren. Kommt der
Arzt zu meinen Eltern, nicht zu meinen Eltern, zu meiner Mutter, weil mein Papa war neben der Arzt. Und brachte dieses wunderschöne Kind, wie es jetzt heute ist. Und sagt der Arzt, wunderschön, gesundes Kind. Nur ein Problem. Für ihn ein Problem. Aber für Gott kein Problem. Alles, was für Mensch unmöglich ist, für Gott ist möglich. Meine Mutter sagte im Herz. Und natürlich für meinen Papa auch. Keine Hoffnung werde hier in dieser Welt, wird mein Sohn anfassen. Es ist ein verrückter Glauben. Freak. Das heißt nicht, dass alle so glauben sollten, so wie meine Mutter. Mein Papa hat damals Geld, um das zu machen. Also mehr Arztversorgung, alles. Aber meine Mutter sagt, And Papai Kishtambala Paisi and then everybody po and the doctors may consult here, but Mama Varu Patatala. Sie hat erinnert, was sie auch für Papa auch für Gott gebetet hat. And the Mama other all Mitchell, Mama and Mate Kunino in the practice. Ich habe mehrmals Schmerzen dieser Füße hier gehabt. Right foot like the more problem on that where. Ich habe sogar diese Fuß mehrmals verletzt. Ja, wisst ihr schon, ne? Brasilianer mal den Fußball, oder? Talentiert, ne? Talentiert sind. Aber ich habe diese Fuß hier verletzt. Bei diesem Knie. In der Football and Kalikimbulam and the right foot injured I don't know, but the left knee injured I'm pressure on diet. Schmerz habe ich in dieser Fuß nie gehabt. Oh, Rikilo, the pain I had in the left foot on diet. Warum habe ich auch meine Schuhe ausgezogen? And the one in the shoe removed, you know? Damit ihr versteht, wie mein Fuß früher war. Nehmen wir gerade Kahn ein und Kahn and the feet engen ein und ich bin so geboren. Mein Fuß war so. So ist normal. Aber mein Fuß war so und fast hier gekriegt. Fast. So, Club Footballer, born Jesus. Sozusagen. So war mein Fuß. Na, Porto, Vitano. Der Herr ist derselbe Gott. Heute und in Ewigkeit. Gott braucht kein Zeugnis, damit er beweist, dass er Gott ist. Wir brauchen nicht hier sagen, ja, Gott ist Gott, weil er Wunder tut. Wenn Mensch glaubt oder nicht, er bleibt immer Gott. Die Sache heute hier ist, du verlangst was, du brauchst was und ich sage dir, Gott kann was. Das ist kein Zufall, Daniel und Nikolas, dass ihr beide heute da seid. Das ist kein Zufall, meine lieben Geschwister, dass ihr heute seid. Gott hat einen Grund. Wenn du glaubst, Gott kann auch
dieser Wunder, die du erwartest, noch tun. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാല് നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാല് deswegen ich ermutige euch aufzustehen wenn du etwas braucht wir sind hier und wir werden für euch beten നിങ്ങൾ എന്തൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Vielleicht sagst du, dieser Wunder oder mein Mann oder mein Verwandten, die nicht gläubig ist und ich sehe keine Lösung, keine Hoffnung für diese Veränderung, ich sag dir, Gott kann alles verändern. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിനല്ലാത്തവര് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ വരത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ദൈവം അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നിങ്ങളോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Wir wollen für euch beten, wenn ihr auch ein Gebet braucht. Wir beten für euch. Egal was ihr braucht, wir beten für euch. Dieser junge Mann hier kann nicht sagen, überhaupt nicht tun. Dieser kleine junge Mann kann nicht Wunder tun. Aber ich habe eine gute Freund von mir, sehr gute Freund von mir, die alles tun kann. Mein guter Freund heißt Jesus. Meine beste Freund heißt Jesus. Er ist der beste Freund, der Mensch nie enttäuscht wird. Er verabschiedet von uns nie mit der Lehrerin, habe ich auch am Anfang gesagt. Und er kann und er will dieser Wunder in deinem Leben tun. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഈ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ട് Die Frage ist, willst du wirklich dieser Wunder in deinem Leben? Dann sagst du einfach, ja, ich möchte das sehen. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അത്ഭുതം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പറയുക ja, എനിക്ക് ഇത് കാണണം. Du musst nicht hierher kommen. Du brauchst nur einfach, wo du jetzt bist, mit deinem Herz und mit deinem Mund einfach sagen, Herr, ich will wirklich das erleben. നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ദൈവത്തോട് വർത്താനം പറയുക ദൈവമേ എനിക്കത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു Wenn du sagst, ich möchte dieser Jesus kennenlernen, ich möchte ihn kennen, wirklich Erfahrung mit ihm machen, Jesus ist heute hier. Sein Geist ist gegenwärtig hier. Ich höre seinen Geist in unserem Lied heute. Der Heilige Geist hat nie geändert. Er ist derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Bete mit mir und du kannst einfach für deinen Nachbarn beten. Egal was du jetzt brauchst, Gott kann die Wunder tun. Im Namen Jesus. Himmlischer Vater, wir stehen hier vor dir und dein Thron hier, Jesus. Den gleichen Wunder, den du in meinem Leben getan hast. Du kannst in den Menschen noch tun. Die unmöglich für uns ist für dich möglich. Diese Krankheit, dass der Arzt
keine Lösung gefunden hat. Du bist die Lösung für unser Dein Wort sagt, dass du der Anker unserer Seele bist. Deswegen ich bete jetzt in deinem Namen. Segne diese Gemeinde im Namen Jesu. Gib Weisheit in Pastor Samuel im Namen Jesu. Gib Weisheit an unser Bruder, der die Arzt ist, damit er seine Arbeit und seinen Beruf mit deiner Weisheit auch umsetzen kann. Gib ihm Weisheit, damit er deinen Namen in seinem Bereich verherrlichen kann. Schenkt Herr deine Heilung heute im Namen Jesu. Mensch, die Schmerz im Körper hat. Wir glauben, dass du der Heiland bist, dass du unser Heiler bist. Deswegen wir beten deinen Namen. Er schenkt deine Seele im Namen Jesu. Bless everyone of God. Öffne die Tür in diese Stadt hier im Namen Jesu. Damit wir das Evangelium hier verbreiten können. Damit dein Name hier verherrlicht werden kann. Wir beten in deinem allmächtigen und heiligen Namen. Einen Namen, der über alle Namen ist. Du, Yeshua HaMashiach, bist du. Du, Jehovah Rapha, bist du. Immanuel, du bist mit uns heute. Wir beten an Jesus. Und wir danken an Jesus. Gott segne euch im Namen Jesus. Amen. Ich danke dir, mein lieber Bruder. Ich danke dir, Pastor Samuel. Ich danke euch für eure Geduld. Im Namen. Praise the Lord. Praise the Lord. Please just stand up to your feet. We'll just come to a conclusion. The Spirit of the Lord was speaking to us definitely away. Yes, it was in the name of Can we tell that from the depths of our heart? God,
God and the child of God was praying for. നിശ്ചയമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരും. And sure that God is going to. പൂർണ്ണമായി യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ. If you believe in the Lord. യേശുവിനെ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. There is nothing that is impossible for the Lord. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം. We are going to pray. മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ചെറിയ വിഷയം പറഞ്ഞാലും വലിയ വിഷയം പറഞ്ഞാലും. A small issue or a great issue. Yes, you go to party again. If you are going to pray to the Lord, the chaye devo mathe. God is going to change your sin. The spirit devo mathe. God is going to change your sin. The kurbanin the prayer devo mathe. God is going to change your name. The avaste devo prayer devo. God is going to change your situation completely. The nidicho ramade devo mani. Hallelujah. God is going to make you worthy. ഞങ്ങളുടെ doing the work of the Lord, ministry of the Lord in the same place. ഇങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യശാലി എന്റെ കർത്താവിനെ കൂട്ടാക്കി തന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. I thank the Lord because I have never seen such a brave person for the Lord. വീണ്ടും കർത്താവ് കരങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's pray that the God is going to use him mightily again. പരിശുദ്ധനെ നിത്യമായി ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവേ. Oh Lord, our heavenly Father. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു പകർത്താവായി സ്തുതിക്കുന്നു. We thank you for this beautiful time that ഇന്നത്തെ വചനത്തിന് ബാഹാടികളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. We submit ourselves in the word that we have heard today, God. നിന്റെ പകർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി പാൽക്കാർ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതായി സ്തോത്രം. We thank you because you are going to do mighty things in our lives. ശത്രു ലജ്ജിച്ച് നാണിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നതായി സ്തോത്രം. We thank you that you are going to give us a victory over our enemies, God. നിന്റെ മക്കളെ ദൈവം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നതായി സ്തോത്രം. We thank you for the great mighty things that you are doing for us in our lives. മക്കളെ ഒരു പേഴ്സന്റെ പോലും അവൻ ഡോക്ടർമാർ നിനക്കോ കുഞ്ഞു ജനിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് യേശു കിടക്കുന്ന പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയും. We have, dear brothers and sisters, we have to know that the situation where the doctors told that there is not even a single person chance for a girl, child to be born. The God. If it is that so, we have to know that our issue is nothing. മരിച്ച് നാല് നാളായി ലാസ്റ്റ് ഉയർപ്പിച്ച ദൈവമാണ് അവന്റെ ഒരു ബാക്കി കൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ We thank you for the Holy Spirit that was leading us from the beginning till now, God. We pray that the children of God who ministered will be a great blessing for the church, God. Oh Lord, we hear, please be with us as we go back, God. Yes, we pray, sealing everyone with your precious blood, Lord Jesus Christ. We thank you for hearing our prayers, my God. Yes, we ask everything in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Stotram. Pidavai Devathinte Snehavum. The love of Father. Uthanai Devathinte Krupayum. The grace of Son Jesus Christ. Parishuddhamaya Sahavasam Kootayame. And the fellowship and the communion of the Holy Spirit. Naam ellarodum koodi. With each and every one of us. Nammude Karthavinte Varavile. Till the second coming of our Lord Jesus Christ. Innum Kootayirikkum Maarakkale. From now onwards till the end. Ee karyangalum Swargathile Munthu Uyarthukka. Let's lift our hands to our Father. Namukku Karthavinte Hallelujah.
നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. Hallelujah. 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 Let God bless everyone. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.